gehörst du zu den Golfern, die alle Chips verhauen, die einfach verzweifelt sind im kurzen Spiel, dann ist dieses Video für dich. Ich zeige dir gleich eine super einfache Technik, wie du mit diesen furchtbaren Chips rund ums Grün sofort stoppen kannst. Bleib dran! Hallo, mein Name ist Christoph Bausig von Progressive Golf Video und ich mache in regelmäßigen Abständen interessante Videos zum Thema Golf und wie du dein Golf verbessern kannst. Wenn du hier zum ersten Mal zuschaust, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke daneben drückst, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Das Savage ist ein wunderschöner Schläger, um den Ball zu chippen. Jedoch nicht, wenn man verunsichert ist und die Technik dafür nicht optimal beherrscht. Nachdem viele Amateurgolfer leider oft nicht die Zeit haben, die Technik ordentlich zu lernen bzw. auch sie zu üben, würde ich empfehlen, wenn du Probleme hast mit dem Chippen und dich unsicher fühlst, dass du das Savage einmal entfernst. Stattdessen empfehle ich dir einen anderen Schläger mit etwas weniger Loft. Zum Beispiel, ich habe jetzt in diesem Fall ein 7er Eisen, es kann genauso ein Eisen 9, Eisen 8, Eisen 6 sein, aber eben wie gesagt nicht unbedingt ein Sandeisen. Es ist viel zu schwierig zu treffen. Jetzt möchte ich dir eine Technik zeigen mit diesem Eisen 7, wo ich sagen würde, das funktioniert fast immer oder fast bei jeder Person, hoffentlich auch bei dir. Wenn man sich unwohl fühlt, wenn man nervös ist oder wenn man die normale Chip-Technik einfach nicht beherrscht. Und zwar sieht das Ganze so aus. Wir machen den Putt-Chip und der Putt-Chip ist, wie bereits wie er sagt, eine Mischung zwischen einem Chip und einem Putt. Das heißt, wir nehmen zuerst einmal den Schläger so wie einen Putter in die Hand. Wir verwenden den Putt-Griff, also nicht den normalen Griff, sondern den Putt-Griff. Und wir stellen uns genauso hin wie beim Putten, das heißt etwas näher zum Ball. Der Ball ist im Gegensatz zum Putten ein bisschen weiter rechts, also mehr in der Mitte, nicht zu weit links. Und die Idee ist es hier, dass man jetzt mit ruhigen Handgelenken, mit einer Art Pendelbewegung wie beim Putten hier, versucht den Boden zu treffen. Und wenn man dann das mit einem 7er-Eisen macht, dann wirst du sehen, dass du hier ganz toll den Ball treffen kannst und der Ball wird sehr sicher aufs Grün gehen. Was ich noch gemacht habe, ist, ich habe den Schläger ein wenig aufgestellt, sodass diese Seite des Schlägers in der Luft war. Das kannst du ruhig machen, damit kommst du näher zum Ball und du triffst den Ball dadurch auch etwas leichter. Wenn du dieses Video in irgendeiner Weise wertvoll gefunden hast und es dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihm einen Like gibst bzw. auch diesen Kanal abonnierst, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Das war Christoph Bausig von Progressive Golf Video. Wir sehen uns bald. Tschüss.